Vorbereitungsarbeit. Guten Morgen, Lokführer. Fahren Sie diesen Ersatzzug nach Stockheim, wo Sie einen Wagensatz abkuppeln und einsatzbereit machen. Und damit herzlich willkommen zurück in Transimport 3 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise und wir sind heute wieder unterwegs auf der Nittertalbahn der neuen Strecke, die jetzt am Donnerstag veröffentlicht wurde. Ja, und heute das erste Szenario. Steigen wir in den Zug ein und bereiten uns auf die Abfahrt vor. Ja, wir starten hier in Heldenbergen-Windecken, denn zu diesem Bahnhof habe ich noch ein paar Dinge im Vergleich zum ersten Video richtig zu stellen. Heute heißt der Bahnhof Nitterau, genauso wie die Stadt seit 1970 Nitterau heißt. Da haben sich die Ortschaften Windecken und Heldenbergen zusammengeschlossen. Eichen gehört auch dazu. Wann der Bahnhof hier umbenannt wurde von Heldenbergen, Windecken in Nitterau, das kann ich euch nicht sagen. Es kann natürlich wirklich einige Zeit später gewesen sein. Ja. Dann nochmal ein Nachtrag hier zu dieser elektrifizierten Strecke. Das ist in der Tat die Strecke Friedberg-Hanau. Und ich habe immer gedacht, das ist so eine eingleisige Nebenstrecke. Aber nein, das ist eine Hauptstrecke, die hier ebenfalls durch den Bahnhof führt. Und die ist immens wichtig für den Güterverkehr. Das ist ein Teil dieser Güterzugmagistrale zwischen Ruhrgebiet und Bayern. Aber es verkehren auch Regionalbahnen auf der Strecke wöchentlich heute mindestens alle 60 Minuten, auf Teilstücken sogar alle 30, am Wochenende alle 100. 20 Minuten. So, das ist unser Zug, den wir heute überführen sollen. Eine Baureihe 628 und diesmal in Doppeltraktion. Mal gucken, in welchem Zugteil wir heute fahren. Ob wir wieder in der 628 sind oder in der 928, also diesem Steuerkopf. Wir schauen mal. Wir sind in der 628 unterwegs. Okay, so, dann steigen wir ein, würde ich sagen. Ja, wir geben uns an unserem Arbeitsplatz, machen hier vorher aber die Tür zu. Wenn ihr das vergesst, was mir ja im ersten Part nämlich auch passiert ist, dann geht die Tür automatisch zu, wenn ihr losfahrt. So, machen wir das noch zu. Nehmen Platz. Dann stecken wir erstmal den Richtungswärter rein, setzen den auf vorwärts, stellen die Spitzenlichter ein. Hier kommt gerade ein Gegenzug. Dann die Signale, also das Bremsventil. Stellen wir ein. Instrumentenbeleuchtung mache ich mir mal an. PZB und SIFA nutzen wir und dann schließe ich den Startschalter ein. Und dann sind wir, was ist das jetzt hier? Dann sind wir Zuglichter. Ja, die soll ich auch anmachen. Dann sind wir schon einsatzbereit. So, jetzt ist der Gegenzug gerade reingekommen. Das heißt für uns, dass wir abfahren können in Richtung Stockheim. Und da geht die Reise los. Wie gesagt, ja, wir fahren diesen Zug jetzt bis nach Stockheim. Ja, und jetzt mal die Frage an euch. Was machen wir jetzt genau? Machen wir jetzt eine Überführungsfahrt oder machen wir eine Leerfahrt? Denn wir werden nirgendwo Passagiere unterwegs aufnehmen. Ist das eine Leerfahrt? Oder ist das eine Überführungsfahrt? Das schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich weiß, einige von euch, die sind gerade bei der Ausbildung bei der Bahn oder fahren sogar selber Züge. Meiner Meinung nach ist das eine Leerfahrt, dass wir planmäßig einfach einen Zugverband eben leer jetzt überführen, der am vorherigen Abend hier abgestellt wurde und eben jetzt überführt wird nach Stockheim. Denn Überführungsfahrt, das ist ja eher was, was eigentlich, glaube ich, nicht so planmäßig stattfindet, sondern das ist eher was, wenn mal ein Zug was weiß ich, alle 2, 3 Monate mal in die Werkstatt zur Überprüfung geht. Klar, das ist auch planmäßig, aber ich glaube, Leerfahrt ist eher was, was im Fahrplan steht, als jetzt so eine Überführungsfahrt. Das ist zumindest so meine Einschätzung, aber wie gesagt, ich habe da betrieblich nicht so, also da, ich habe ja betrieblich nichts mit der Bahn groß zu tun, ist so mein, nur so meine Einschätzung von den Begriffen. Aber wenn ihr das genau wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Also die nächsten Ortschaften sollen wir überfahren. Ja, hier geht es erstmal steil bergab, nachdem wir die Stadt Nitterau verlassen haben. Wie gesagt, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, heißt diese Stadt Windecken, Heldenbergen-Windecken, heißt das Ganze seit 1970 Nitterau. So, allgemein, wenn ihr die Strecke der heutigen Zeit recherchiert, da werdet ihr bemerken, dass sehr, sehr viele Orte mittlerweile sehr viele kleine Dörfer mittlerweile eben zu den Orten dazugehören. Zum Beispiel allein in Altenstadt befinden sich jetzt
an der Strecke drei Haltepunkte, die jetzt heute zur Altenstadt gehören. Das kann damals 1992 noch anders gewesen sein. Also diese ganzen Eingemeindungen, das kam ja erst viel später. Es gab es teilweise in den 90ern schon, aber das kam ja vor allem dann, wo Anfang der 2000er Jahre so überall eingespart werden musste. Da kam das Ganze dann eben auch mit den diesen hier Eingemeinden, da Eingemeinden. Warum Eingemeinden? Ganz einfach, das spart Verwaltungskosten. Ja, brauchst du dann zum Beispiel nur noch einen Bürgermeister, vielleicht noch einen Stellvertreter dazu. Du brauchst jetzt auch ein, ja gut, was diese Ämter angeht, Behörden und so, ja, sparen, also das hat rein was, soweit ich das weiß, mit Sparen zu tun. Das war damals auch so in dem Landkreis, wo ich aufgewachsen bin, der wurde ja dann auch irgendwann in einen größeren Landkreis eingegliedert und der wurde dann noch mit ein oder meine ich sogar zwei weiteren Landkreisen zusammengeschlossen, sodass der sogar jetzt mittlerweile relativ großes Gebiet abdeckt. Das war schon, ja, sehr abenteuerlich. Ja, also, wir zucken jetzt genau in die umgekehrte Richtung und wir werden heute auch nicht die komplette Strecke abfahren, sondern nur so in etwa die Hälfte der Strecke. Ich meine, für eine komplette Abfahrt, ihr seht ja selber, haben wir jetzt auch nicht das passende Wetter. Und ja, mal gucken, ob wir... Ich werde noch mal gucken, wie das zweite Szenario mit der 628, ob wir da in diesem 928 fahren können. Ansonsten machen wir da mal eine Fahrplanfahrt. Das ist quasi der Steuerwagen, der dann etwas leiser ist. Ist ja vom Führerstand und so alles komplett, so, glaube ich, gleich aufgebaut. Und ja, so. Also wir schaukeln jetzt und wir schaukeln... Ihr seht es ja, ich zeige euch mal den Fahrplan für heute. Ihr seht es ja, wir fahren nämlich ohne Halt. Wir fahren nämlich ohne Halt. Wir halten, glaube ich, einmal als Kreuzungsbahnhof. Also ich glaube, wir müssen einmal hier irgendwo halten. Ne, das ist schon nitter. Also einmal irgendwo, weil wir, glaube ich, einen Gegenzug abwarten müssen. Ansonsten halten wir nirgendwo heute. Das ist der Vorteil, da können wir mal durchsausen. Ihr erinnert euch an die letzte Fahrt. Da haben wir überall gehalten. Sag mal, was wird da eigentlich... Nein, das ist doch wieder die gleiche Stelle. Nein. Oh Mann, du kannst hier nicht in die Außenansicht gehen. Das ist wirklich so. Das ist dieselbe Stelle, Leute. Die hat uns doch auf der ersten Tour schon mal erwischt. Das ist genau die gleiche Stelle. Genau dieselbe Stelle. Du gehst einmal in die Außenansicht und dann wirst du hier gnadenlos rangezählt. Zu Recht natürlich, zu Recht. Wir müssen das Einfachsignal, wir können ja mal gucken. Ja, wollte einfach klären, was sind das hier, weil diese Stellen sogar bei schönem Wetter hier nass waren. Das haben wir vergessen. Keine Ahnung, auf dem Anhieb würde ich, aber ich müsste jetzt noch mal weiter vorgucken. Ach man, nervt mich natürlich mal. Man will das Ganze natürlich versuchen, perfekt abzuschließen. Gleichzeitig sich aber auch ein bisschen was von der Strecke abgucken. So. Keine Ahnung, also das wird hier das Vorsignal für das Einfahrsignal gewesen sein. Ist auch schon beträchtlich schnell. Schneller dürfen wir jetzt fast schon gar nicht mehr werden. So, das zeigt aber Fahrt an, oder? Das zeigt aber ganz normal Fahrt an. Wieso hätte ich das quittieren müssen? Oder war es eine Geschwindigkeit? Ich weiß es nicht. Komisch. Naja, einfach im Video dann nochmal gucken und dann werden wir es sehen. So, hier sollen wir einfach nur durchfahren. Durch diesen Bahnhof. Das ist wirklich so. Also einmal hier nicht aufgepasst, weil an vielen Orten stehen gar keine Signale. Das können wir nochmal beschleunigen. Und das heißt natürlich auch wieder, dass unsere Fahrt länger dauert, oder? Ach, habe ich hier eine Begrenzung bei der Weiche? Nee, noch nicht. Und ganz normal hätten wir mit 60 hier drüber sausen dürfen. Und die nächste Station in Altenstadt, da müssen wir dann anhalten. So, das war die SIFA, oder haben wir... Ne, SIFA-Zwangsbremse war das nicht, die hätten wir ja aufheben können. Darf ich hier wirklich mit 60 hier drüber brettern? Das kommt mir gerade hier ein bisschen heftig vor. Oder hätte da eine 40 hingehört, ich weiß es nicht so. Gut, aber es war das Ausfahrsignal, natürlich ist das nicht tierpflichtig. Naja, haben wir also die Zwangsbremsung für heute auch wieder mitgenommen. Das passiert nur erstaunlich oft, aber auch wirklich im Nahverkehr. Also das ist wirklich erstaunlich oft, wie oft mir das bei Regionalfahrten passiert, also bei Fernverkehrsfahrten.
Ach doch, da hatten wir, glaube ich. Ne, da hatten wir keine, wo wir jetzt hier von Koblenz nach Mainz gefahren sind. Da hatten wir, glaube ich, keine Zwangsbremsung gehabt. Die war auch relativ einfach zu befahren, die Strecke. Das ging ja noch so. Aber in Altenstadt müssen wir definitiv quittieren. Also das hat mich auch als etwas größere Station in Erinnerung. So, hier wieder das nächste Signal. Pfeiftafel. Naja, wie gesagt, mich ärgert das persönlich immer nicht immer, also mich ärgert das nicht doll, aber es ist schon immer so ein bisschen, schon ein bisschen frustrierend, ne? Da gehst du einmal in die Außenansicht und zack, haut sie die rein, also die war sicherlich auch zurecht gewesen, gar keine Frage, aber es ist manchmal ärgert einen dann, weil es da kostet ja auch Zeit. So, hier durchfahren wir wieder einen Bahnhof, wie gesagt, und außerdem halten wir ja auch entgegenkommende Züge dadurch auf, wenn wir irgendwo zu spät ankommen, das darf man ja auch nicht vergessen. Lichter, wo es langsam schon hell wird. Es ist 5 Uhr morgens. Naja, betrachtet war das mal früh aufgestanden, noch ein bisschen verschlafen gewesen. So, Altenstadt sollen wir. Ja, wie gesagt, hier kommt. Da müsste dann irgendwo dieses Vorsignal. Weil die Vorsignale, das haben wir ja letztens schon festgestellt, die haben hier andere Abstände. Wahrscheinlich auch aufgrund der geringen Geschwindigkeiten, die wir hier fahren. Da stehen die jetzt nicht 1 Kilometer vor dem Hauptsignal, sondern da kommen die, das haben wir ja wie gesagt festgestellt, da kommen die ein bisschen später erst. So, jetzt geht es wieder bergab. Also normalerweise würden die auf Strecken, wo man schneller fährt, schon hier irgendwo stehen. Aber hier kommen sie, glaube ich, erst 800 oder sogar nur 600 Meter. Ich weiß es gar nicht genau. Gibt es hier Vorsignale. So, hier haben wir jetzt wieder eine Pfeiftafel. Und ganz besonders müssen wir hier auf das Vorsignal achten. Nächste Pfeiftafel. Auch sehr interessant. Also ich meine, das wird ja jetzt nicht hier gezählt, ob wir das haben. Hier oder was? Was? Dieser kleine Magnet? Oh Gott, das kannst du ja wirklich übersehen. Gottes Willen. Dieses Weiß, aber das ist glaube ich auch so eine Signaltafel. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Oh Gott, da musst du ja richtig genau aufpassen. Das war da, glaube, das hat dort als Vorsignal gedient, okay. Hab nur jetzt den Magneten gesehen. So. Na gut, wissen wir auch wieder Bescheid. So, das nächste Signal signalisiert, glaube ich, Fahrrad, okay. Aber hat denn diese 40 nicht erst ab hier? Hier ist auf jeden Fall auch wieder Annäherung. Nee, hier ist halt, genau, das war dann gut, das war's. Wieso hat denn das dann einen grünen Punkt angezeigt? Dem kann ich da jetzt gerade nicht so folgen. Und in 300 Metern müssen wir schon halten. Ja, weil wir hier einen entgegenkommenden Zug abwarten müssen. So. Das ist ja hier das, was uns jetzt hier in Altenstadt erwartet. Wir sollen hier einen aber hier sieht man auch wieder viele Details, gerade wenn man an diesem Bahnhof fährt. Also auch, wie gesagt, auch wenn man die Strecke mal einmal pro Richtung so komplett abfährt, kann ich euch ja absolut empfehlen. Also, du siehst so viele sehr, sehr schöne Details entlang dieser Strecken. So, Altenstadt haben wir erreicht. Was soll ich jetzt tun? So. Für eine Minute warten. Na, dann warten wir eine Minute. Einerseits sieht es aus, als ob das Wetter schön wird. Andererseits aber auch, ja, immer noch leider regnerisch. Das habe ich vor kurzem sogar wirklich erlebt. Ne? Einerseits hast du die Sonne gesehen, andererseits kam Regen. Jetzt sehen wir auch noch so ein bisschen den Bahnhof von Altenstadt. Signal zeigt noch Halt. Das sieht wahrscheinlich danach aus, dass hier nochmal ein Zug entgegenkommt. Wie gesagt, tut mir leid, dass wir schon wieder eine Zwangse hatten. Naja, aber geht letzten Endes nicht
Anders. So, so mal gucken, oder ob wir hier nur einen planmäßigen Aufenthalt haben. Keine Ahnung. Ich glaube, so weit ist das ja von hier aus dann auch nicht mehr bis Stockheim, oder? Was kommt denn da jetzt noch in der Liste? Warten. Und dann geht es nach Stockheim durch. Da machen wir noch ein bisschen Rangierarbeit. Okay. Weil quasi ein Zugteil halt dann schon bereitgestellt werden muss und der andere, ja, noch nicht. So, Ziel erfüllt, Stockheim Gleis 4. Ja, aber ich komme nicht weiter. Ich möchte, darf ja hier nicht einfach ein rotes Signal überfahren. Das geht ja nicht. So, ja, habe ich gesagt, da kommt ein Zug entgegen. Habe ich doch gesagt, dass hier einer entgegenkommt. Wo fährt er denn hin? Der fährt auch, steht auch Altenstadt dran, okay. Fährst sogar auch in Doppeltraktion. Das finde ich auch schön, dass man das berücksichtigt hat. Hier Pendlerverkehr und so weiter. Finde ich echt eine tolle Sache, dass man solche Sachen dann hier berücksichtigt, dass dann eben die Züge in Doppeltraktion unterwegs sind und nicht wie hier vormittags nur in einer Einfachtraktion. Das sind halt so Sachen, die das merkt man halt, ja, wenn man so ein bisschen länger Eisenbahnspiele sieht und sich vielleicht privat so ein bisschen mit diesen Strecken auch beschäftigt, die dann und wann veröffentlicht werden, dann merkt man sowas halt. So, ich glaube, bei der Ausfahrt dürfen wir jetzt hier nur sehr, sehr langsam fahren. So. Ja, wann erlischt denn hier eigentlich dieser rote? Ist der überhaupt, also meiner Meinung nach ist der nicht an. Ach, jetzt hat sich ja eh schon zurückgestellt, dann dieses Wechselblinken, da darfst du ja auch, gerade wenn du 500 Hertz Magnet aktiv bist, darfst du ja dann auch nichts überschreiten. So 6 Kilometer bis Altenstadt. Ich glaube, da ging es jetzt relativ durch mit 60. Wir müssen ja ein bisschen durch die Zwangsbremsung entstanden eine Verspätung aufholen. Ja, wie gesagt, sehr, sehr schöne Strecke auf jeden Fall. Kann ich mich nur wiederholen. Sehr schöne Nebenbahn. Aber auch in Stockheim wird uns dann sicherlich wieder ein Einfahrsignal erwarten. War das nicht, ging das nicht hier sogar komplett jetzt bis Stockheim durch? Oder kam da noch irgendwas dazwischen? Hat das jetzt aufgehört zu regnen? Ich glaube, ja. Nee, hat es doch nicht. Schade. Da gibt es ja eine Strecke für Trains and World als DLC. Da sind alle Grundszenarien im Winter angesiedelt. Fand ich damals auch sehr schade. Ich meine, es gibt ja den Fahrplanmodus, wo die Wetterbedingungen dann selbst eingestellt werden können. Da ist das ja nicht das große Problem, aber fand ich trotzdem schade, weil die Szenarien sind ja halt immer so ein bisschen was Besonderes, weil die in vielen Fällen ja immer so einen besonderen Umlauf nachspielen. Wie gesagt, hier Überführungsfahrt. Ich glaube, da gibt es auch welche im Fahrplanmodus, aber hier haben wir eine Überführungsfahrt und wir müssen dann halt noch so ein bisschen rangieren, wenn wir angekommen sind. Mal gucken, ob das so stimmt mit den 30 Minuten. So. Naja. So, mal schauen. Also, ich glaube, Zwischenstation kommt doch hier gar keine mehr, oder? So, hier wieder. Ja, doch, die Brücke erinnere ich mich. Sind wir auch in Zug durchgekommen. Naja. Gucken wir mal, was wir dann unsere Station erreichen. Wie gesagt, ein bisschen Rangierarbeit erwartet uns da noch. Gut. Ja, Tag der Eisenbahnaufnahmen oder Woche der Eisenbahnaufnahmen ist hier, wie gesagt, bei mir mittlerweile. War jetzt zwischenzeitlich auch unter Trains. Ja, das war dieser Magnet. Komm mit diesem, das war dieses komische. Das sind diese komischen Signale da, okay? Das war diese Magnet. Da muss ich ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Man muss sich hier nicht nach den Signalen, so wie man sie von anderen Strecken kennt, orientieren, sondern man muss hier wirklich gucken, wo sind Magneten. Also möglichst, wo sind Magneten jetzt für uns immer am rechten Gleis platziert. Das scheint hier so das Ausschlaggebende zu sein. Wie gesagt, ich kenne mich da mit Nebenstrecken und PZW auch nicht hundertprozentig aus. Ihr seht's ja.
Deswegen auch diese Ergebnisse. Sehr kurios alles. Sehr, sehr kurios. Auf der Hinfahrt hat man da nicht so die Probleme. Da hat man zwei Zwangsbremsungen, die waren beide jeweils an den Einfahrsignalen. Aber hier ist doch kein Hauptsignal und nix. Verstehe ich nicht. Also das verstehe ich nicht. Warum haben wir hier eine Überwachung? Also, es ist ja auch so, dass manchmal zu den Strecken gleich zum Release nicht immer ein Handbuch verfügbar ist, wo man einen Blick reinwerfen kann. Da sind ja meistens dann solche Besonderheiten mitunter noch erklärt. Gerade was diese Sache mit den Zugsicherungssystemen angeht, wenn es da irgendwelche streckentechnischen Besonderheiten gibt. Also hier, wie gesagt, das ist wohl eine ganz kuriose Sache jetzt hier. Das sind doch eigentlich hier diese Bahnübergangssignale, die musste man doch nicht quittieren. Aber wieso lag da ein Magnet? Das verstehe ich nicht. Ein aktiver Magnet, der kann ja da liegen, aber warum war der Magnet da aktiv? Ohne dass wir hier irgendwie ein Signal oder was erwartet haben. Oder kann das bei Bahnübergängen auch passieren, wenn man da irgendwie zu schnell ist, aber eigentlich nicht. Also etwas leicht kurios. Ich habe mich noch da gewundert im ersten Moment, warum liegt dort ein Magnet, ohne dass da ein Vorsignal oder irgendwas ist. Ja, sehr kurios. Also ich denke mal, wenn das ein Fehler sein sollte, dann wird der sicherlich behoben werden. Das war ja bei allen Strecken so, dass da meistens noch mal einiges an Updates nachkam. Das wird auch in dem Fall so sein, wenn hier von euch was gefunden wird. Also das ist ja auch eine ganz tolle Sache von Dovetail Games und vor allem von den TSG, dass da auch auf das Feedback eingegangen wird und dann eben sofern wirklich auch die Korrekturen dann nochmal eingereicht werden, so vor der Brücke. So, das ist normal, dass man auch mal vor Brücken oder so Warntöne geben muss. Und jetzt hier ging es, glaube ich, um diesen Bahnübergang, der hier ist, diesen unbeschrankten Bahnübergang. Aber das ist die zweite Zwangsbremsung, habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Also, ich habe es gesehen, dass da irgendein Magnet lag, aber cool. Die erste war klar, das war das Einfahrsignal in Altenstadt oder in Eichen. Aber das zweite habe ich nicht ganz verstanden. So. Das hier liegt keiner, oder? Doch, hier ist da auch einer. Da muss man viel nach diesen Schildern auffahren. Es gibt aber solche Schilder, die auch eine Signalstellung oder irgendwas aussagen. Das gibt's. So, in 2,7 Kilometer sind wir in Stockheim. Das war jetzt die SIFA, die zurückgesetzt werden wollte. So, also hier für Stockheim, da erwartet uns natürlich dann ganz normal wieder ein Einfahrsignal. Ist auch hier, das ist genauso was. Hier, das ist genauso ein Magnet. Der war halt bei dem anderen Bahnübergang aktiv. Genau dasselbe jetzt gerade. Kurios ist es auf jeden Fall. So, vielleicht fahren wir noch einen Bahnhof. Gut. Auch eine seltsame Sache mit dem 500-Hertz-Magnet, dass der hier vor den roten Signalen nie aktiv wurde, aber das wird sicherlich auch noch behoben werden. So, das war's, mal schauen. Wir nähern uns nämlich Stockheim und hier ist das Einfahrsignal und das ist quittierpflichtig. Das ist definitiv quittierpflichtig. So. Okay. In 600 Metern geht es auf 40 runter. Dann werden wir dann Stockheim erreichen. Aber was haltet ihr dann eigentlich davon, wenn wir beispielsweise erste Erkundungsfahrten von Strecken und so weiter ohne PCB oder sowas machen, dass man sich da ein bisschen mehr umschauen kann? Muss ich mir nochmal überlegen. Ich meine, der Vorteil ist, wenn man das mit PCB alles macht, da findet man immerhin noch eventuelle Fehler, die vielleicht vorliegen können. Es sind ja wirklich, soweit ich weiß, es sind ja wirklich die allerwenigsten, die mit diesen Zugsicherungssystemen fahren. Das sind wirklich halt nur diejenigen, die sich dafür auch interessieren.
So, einmal befreit und dann müssen wir gleich wieder quittieren. Dann halten wir in Stockheim neben Gleis 4. Okay, so, und da werden wir dann später aber für den Rangierbetrieb, glaube ich, die PZB ausschalten. So. Wie gesagt, und hier fahren wir dann ein auf die Strecke Gießen-Gelnhausen. Und lassen wir den Zug mal gemütlich einrollen. In unsere Station. Und da werden wir, wie gesagt, gleich den ersten Eintriebwagen werden wir abstellen. Und den anderen, den werden wir dann hier bereitstellen. So. Und umgekehrt. Ja, wir fahren erstmal aufs Abstellgleis, stellen einen ab. Und dann stellen wir einen bereit. So. So sieht der Plan jetzt aus, so wie ich das verstanden habe. Also noch ein wenig rangieren, was uns jetzt hier bevorsteht. So. Gut, dann erreichen wir Stockheim. Ziel haben wir schon mal erreicht. Wir sind sogar noch in der vorgegebenen Zeit. Gut, jetzt müssen wir die hintere Einheit abkuppeln, um sie hier zu lassen. Danach werden wir diese Einheit zum Gleis bringen. Sieht so aus, als ob die schon auf einem Gleis steht. Naja, egal. Also, dann kümmern wir uns mal drum, dass wir die mittlere abhängen. Ich glaube, das wird dann so funktionieren. Ach so, das ist nur Tür schließen. Moment, wo war das denn mit den Tür... öffnen. Links vorne. Dann gehen wir mal hinter. Vielleicht hätten wir das auch so per Klick machen können, aber ich mache es auch ganz gerne mal in meinem L. So, dann gucken wir mal, ob wir die so auseinander kriegen. Und zack, da gehen bei beiden gleich die Rücklichter an. Das ist auch eine tolle Sache. Okay. Ich habe den doch ab... Hä? Ich habe den doch abgeguckt. Jetzt hat er das. Okay. Da hat bloß ein bisschen gebraucht, das zu checken. So. Und dann machen wir jetzt ein bisschen rangieren zum Bahnsteig. Stolpern hier noch ein paar Mal über die Kabel. Und ja. Dann. Gut. Anfahren wie angezeigt. Okay. Das ist da vorne irgendwo. Haben wir da überhaupt freie Fahrt? Hier müsste ich doch, glaube ich... Hier müsste ich doch jetzt... Das können wir doch mal probieren. Hier müsste ich doch jetzt normalerweise PZB-Befehl nutzen. Damit der uns hier nicht erwischt. Wo ist PZB-Befehl? Das war doch hier irgendwie, ne? Musst du noch PZB-Befehl dann, glaube ich, gedrückt halten. Weil so eine Fälle haben wir ja extrem selten. Also erstmal hier nicht schneller als 25, ist logisch. Normal wäre ja hier, wie gesagt, der Magnet aktiv. Also zeigt auf jeden Fall dieses kleine... zeigt auf jeden Fall, dass wir das hier überfahren dürfen. Jawohl, und das geht. PZB-Befehl funktioniert ja. Das ist schon mal gut. So, oh, sind die Weichen hier überhaupt gestellt? Ja, die sind gestellt. Das ist sehr schön. Und schaut mal, die Strecke ist ja hier zu Ende. Wie weit hier noch in den Hintergrund gebaut wurde. Schaut euch das mal an. Allgemein auch diese ganzen verchromten Gleise und das Ganze. Also, mir gefällt das hier wirklich. Schade, vielleicht hätte man hier diese Strecke von hier Gießen oder Richtung Gelnhausen noch weiter bauen können. Aber ich denke mal, für die erste Strecke reicht es dann auch. Wie gesagt, sowas ist ja extremer Aufwand. Wir hatten ja im ersten Video drüber gesprochen. So. Die Frage ist, zum Bahnsteig bringen. Wechsle ich den Führerstand oder mache ich das jetzt rückwärts?
Okay, wechseln wir den Führerstand. Das ist betrieblich korrekt. Denn es ist zwar grundsätzlich technisch ohne weiteres möglich, dass Züge rückwärts fahren können. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann müsste auf dem anderen Führerstand ein Lokführer sitzen, der uns dann eben, also der uns dann quasi immer diese Signalstellung durchsagt. So, Bremsschlüssel, dann deaktivieren wir das. Und dann muss doch der muss raus. Das haben wir. Und dann muss der natürlich auch zurückgesetzt werden. So, und dann ziehen wir den noch raus. Gut, dann gehen wir ans andere Ende des Zuges. Machen hier mal die Tür mal zu. Gehen einmal durch. Einmal komplett durch. Da haben wir ihn auch nochmal komplett gesehen. Ja, Zeit stimmt. Ohne Zwangsbremsung hätte diese Fahrzeit hier gestimmt von 30 Minuten. Mit dauert es halt ein, zwei Minütchen länger. So, dann hier den Platz nehmen. Und die ganze Prozedur nochmal. Das nach vorn. Die Spitzenlichter auf Signal. Dann das hier. Und den Bremsschlüssel müssen wir natürlich reinhauen. Und einschalten. Und dann muss der Zug eigentlich nur noch zum Bahnsteig gebracht werden. So. Also, dann geht's los. Gut, also bringen wir den nochmal zum Bahnsteig. So, das sind wir jetzt auch mal in diesem Steuerwagen. Und hört ihr was? Wir sind halt in dem 928er jetzt unterwegs. Upsi Daisy, das war ein Fehler mit der PZB befreien. Die wird uns jetzt die Zwangsbremsung geben. Hört ihr was? Also selbst auf solche Details hat man hier geachtet. Ich hätte mich nicht befreien dürfen. Das. Hier, das müsste der Magnet, der haut uns jetzt die Zwangsbremsung rein. Oder? Nein, macht er nicht. Gut. Ja. Also wie gesagt, das ist halt dieser Beiwagen. Führerstand identisch, aber wir haben eben in diesem hinteren Zugteil keinen Motor oder sowas. Deswegen klingt das hier leiser. So. Dann also eingefahren, Stockheim, Bahnsteig 1. Und da kann dann der Kollege, das ist ja auch der letzte Auftrag, den wir jetzt hier machen, da kann der Kollege den Zug dann übernehmen. So, bereitgestellt ist er. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was wir noch machen sollen. Also, Szenario müsste jetzt abgeschlossen sein, laut Auftragsbuch. Ja. Ort anhalten? Ja, habe ich doch gemacht. Damit ist diese kleine Schicht beendet. Vielen Dank, dass Sie den Zug hergebracht haben. Ja. Bitte, bitte, gern geschehen. Auch wenn es nicht so ganz pünktlich war. Aber der Zug ist dort, wo er hin soll. Und dann können die Kollegen das Ganze dann hier übernehmen. So, was kriegen wir von der Auszeichnung? Es reicht für Silber. Also die Auswertung, das war schon bei der Rheinstrecke so, scheint strenger zu werden. Spielzeit, ja, 3 Minuten über dem, aber das lag an den beiden Zwangsbremsungen, die wir hatten. Gut. Aber trotzdem hat mir das Szenario Spaß gemacht. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.